Danke, Herr Präsident, geschätzte Abgeordnete, geschätzter Herr Bundeskanzler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gerade auch die Neuen auf der Regierungsbank, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Ich möchte mich als allererstes dem Dank anschließen an Alexander Schallenberg, der ist hier noch hier auf der Ministerinnen- und Ministerbank, aber auch an alle anderen, die ihre Ämter zurückgelegt haben. Und ich möchte auch bei einem Befund anschließen, mit dem sich auch ein Dank verbindet. In keiner Minute war trotz der sicherlich von außen turbulent anmutenden Ereignisse, der überraschenden Ereignisse, ich glaube auch, wenn wir ehrlich sind, das sollten wir ja auch sein, für viele in der ÖVP, diese überraschenden Abfolgen und Schritte, dass zu keiner Minute das Staatsganze gefährdet, ungelenkt war, überhaupt nicht. Und deshalb schließe ich mich dem Dank an den Bundespräsidenten an. Es ist richtig, was der Herr Bundeskanzler sagt. Wir haben in kurzer Abfolge immer wieder, aus diesen Gründen natürlich vor allem telefonisch, entsprechend Kontakt gehalten. Und ich finde, das ist mal ein gutes Zeichen, das ist eine gute Voraussetzung. Und ja, insofern gilt auch mein Dank, und auch wenn mich viele wieder dafür kritisieren werden, gilt auch mein Dank ausdrücklich der Österreichischen Volkspartei. Warum? Ja, es ist eben eine Krise aufgetreten. Vielleicht sind die Wurzeln schon länger zurückliegend. Ich will das an der Stelle gar nicht bewerten. Sie ist aufgetreten. Aber dann muss man es auch schaffen, sie so schnell vor allem und auch in dieser Form zu bereinigen. Dafür gilt ausdrücklich Anerkennung. Und das sollten viele tun. Alle Parteien haben hin und wieder Krisen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Aber steht es uns im demokratischen Verbund, auch hier im Parlament, nicht gut an, diesen Respekt und diese Anerkennung auszudrücken, gerade wenn es gelingt, wenn es nicht gelingt, müssen wir uns eh wechselseitig kritisieren, diesen Respekt auszudrücken und sich nicht der Versuchung hinzugeben, das mit Häme zu kommentieren.